gesetzt. Man flutet unser Land mit kulturfremden Menschen, denen ich insofern keinen Vorwurf mache. Wenn ich arm wäre und höre, Schlaraffenland ist da drüben, würde ich auch hingehen. Das verstehe ich. Aber ich verstehe keine Politik, die ihr eigenes Volk im Grunde genommen zum Abschuss freigibt. Und genau das passiert. Und deswegen habe ich das Landratsamt und das Bürgermeisteramt erwähnt, weil ich prognostiziere, dass irgendwann Folgendes passieren wird. Die Kühlschränke sind leer, die Migranten halten sich an nichts mehr, Frauen werden massiv überall belästigt, unsere Kinder in den Schulen gemobbt und dann wird das Schlafschaf irgendwann aufwachen und genau die werden nicht sagen, keine Gewalt. Die werden sich gegen alles richten, was ihnen wehtut, was sie heute noch nicht erkennen. Und dann wird Folgendes passieren. Die in Berlin steigen in ihre Flugzeuge und sind weg. Aber ihr seid noch hier und wir. Und dann können wir euch nicht mehr helfen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen keine Gewalt und ich fordere wirklich diese Amtsträger auf. Denkt drüber nach, welchen Dingen ihr verpflichtet seid. Nämlich dem deutschen Volk, und das sind wir. Nehmt unsere Interessen wahr, redet mit uns, entschuldigt euch für das, was ihr in Vertretung einer falschen Politik falsch gemacht habt. Ansonsten gibt es keine Zusammenarbeit mehr. Weil ich habe es satt, mich ständig von Leuten belehrt zu sehen, entschuldigt den Ausdruck, das ist kein Hochmut. Aber die meinen Verstand beleidigen und die euren Verstand beleidigen. Und das muss aufhören. Und ich prognostiziere wirklich in Zukunft, hier werden viele Menschen stehen, die werden wir nicht mehr ruhig halten können und das will ich nicht. Und das wollen alle nicht, die gemeinsam mit uns das hier organisieren. Wir sind angetreten, weil wir vernünftige, kluge Menschen sind, die erkennen, was passiert. Und wir hatten recht mit so vielen Dingen. Wir sind nicht rechts, wir hatten recht. Es kommt doch immer mehr raus von diesen Dingen, die sie uns antun. Und wenn ihr links und da drüben noch ein bisschen Gewissen habt, dann fangt endlich an, etwas für euer Volk zu tun. Das ist eure Pflicht. Es muss trotzdem gesagt werden. Und es gibt noch eine Gefahr und die ist am Wochenende wirklich offensichtlich geworden. Die Hamas hat Israel überfallen. Ich bin als Christ dem jüdischen Volk verbunden, ganz unumwunden. Und ich habe mir die Bilder angeguckt, in der Negev-Wüste war ein Rockkonzert, das ist unmittelbar an der Grenze zum Gazastreifen. Dort sind 260 Jugendliche ermordet worden, Frauen vergewaltigt, Leute erschossen worden von diesen muslimischen Killerbanden. Anders kann ich die nicht nennen. Und wir haben von diesen Leuten schon genug im Land. Und wenn die Gelder irgendwann alle sind, so wie Ines gesagt hat, und das war richtig, dass unsere Wirtschaft zugrunde geht, die holen sich das mit Gewalt. Und das will ich nicht. Wir haben die Verpflichtung dazu, darauf aufmerksam zu machen. Und es kann nicht sein, dass jeder in unserem Land von diesen Herrschenden als Antisemit bezeichnet wird, der das Wort Jude falsch ausspricht. Und auf der anderen Seite von einer linksgrünen Politik an die Hamas im Jahr zwischen 250 bis 340 Millionen Euro gehen. Und wir haben an den Libanon von 2012 bis heute 1,7 Milliarden Euro bezahlt. Die Hisbollah,
die auch Israel schon mit beschossen hat, vom Libanon aus, ist weltweit eine verachtete terroristische Gemeinschaft. Es gibt ein Land, das die Hisbollah noch nicht dazu erklärt hat. Dreimal dürft ihr raten, welches. Deutschland. Und wir müssen dieser Politik nicht nur auf die Finger gucken. Es wird Zeit, wir müssen uns verweigern, keine Steuern mehr zahlen, keine Strafen zahlen und uns auch nicht mehr fürchten. Weil vor diesen Wichten, auch wenn sie es glauben, müssen wir uns nicht fürchten. Ich habe lange überlegt, ob man so reden kann, weil ich habe eine Familie, ich habe keine Lust, verhaftet zu werden. Aber trotzdem muss man so viel Gewissen, Anstand und auch Stärke haben, um auch solche Dinge in Kauf zu nehmen. Die da oben gehören weg. Und der Anfang ist gemacht. Und ich möchte von hier aus auch der AfD gratulieren und ihr wünschen, dass sie das, was sie verspricht, wenn sie in Verantwortung kommt, auch einhält. Und damit möchte ich bei Ihnen. Danke euch.